Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back! Und wir sind hier heute nur für euch bei Startup Day and Night und wir werden uns jetzt auf die Suche nach der DNA von erfolgreichen Gründern machen. Ja, und jetzt? Let's komm mal go! Mit. Peter, erstmal ein Red Bull, ne? Cheers! Cheers! Okay, liebe Leute, wir haben hier die wunderbare Caro von bunte.de in unserer Mitte. Ja, Caro? Ich freue mich. Ja, wir freuen uns erst. Ne? Caro, was treibst du hier eigentlich auf dem Event? Du, ich darf ja heute mal ausnahmsweise nicht die normalen Celebrities, sondern die Stars der Startup-Szene interviewen. Ich freue mich sehr. Und bei mir im Interview wird gleich sein die Home-Shopping-Unternehmer-Queen Judith Williams und die Gründer von Little Lunch. Spannend. Auf wen freust du dich mehr jetzt? Auf Judith Williams oder auf uns? Oh, hör mal, jetzt macht ihr es mir nein. Auf euch natürlich. Das ist glatt gelogen. Wir müssen nämlich dazu sagen, Caro steht bald vor der Kamera bei unserem großen Poker-Event. Also da könnt ihr euch schon mal wirklich drauf freuen. Kampfname, ich zieh die Jungs ab. Kampfname Caro Cash, ne? Cash Caro. Cash Caro, sowas richtig. Sorry. Ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Ja. Ja. Okay. Auf jeden Fall, Judith Williams, hast du schon eine richtig fiese Frage vorbereitet? Ich bin ja immer zu nett eigentlich, ne? Aber ich würde schon gern wissen, ob ihr eine Million noch was bedeutet. Ja, die macht 150 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ungefähr so viel wie wir. Ja. Genau, so machen wir mit unserem Videogramm auch. Nee, Spaß beiseite. Also, was macht sie mit der Asche? Wohin damit? Ich meine, geht die noch shoppen? Zieht die bald nach Hollywood? Was ist da los? Gute Frage. Was hast du vorbereitet für die Little Lunch Gründer? Also ich ehrlich gesagt hoffe, dass die Suppe für mich vorbereitet haben. Okay. Weil die machen kleines ja... Kleine Gulaschsuppe zwischendurch. Die Jungs machen ja wirklich geniale Suppen, die sich ungekühlt 2 Jahre halten. Und ungekühlt. Und die versprechen ja, die haben so einen krassen Produktionsprozess. Ja gut, ungekühlt. So, dann halt noch so Dosen-Ravioli auch. Mach deinen Kühlschrank mal nach 2 Wochen auf. Aufschätzelein, ja, darf ich aber sehen, wie lieber das nicht. Ja, ich habe den schon seit 2 Jahren nicht mehr aufgemacht. Ja, eben. Ich traue mich nicht. So, aber ich möchte wirklich testen, schmecken diese Suppen auch so gut? Also, ich habe mal eine, die jetzt schon 2 Jahre nicht im Kühlschrank steht, mitgebracht und ich darf das dann probieren. Das will ich doch erstmal sehen. Okay, ich rufe schon mal einen Notarzt und dann schauen wir mal, was da ist. Ist auf jeden Fall ein guter Grund, bunte.de mal wieder anzuschalten. Caro probiert ein Süppchen. Klickt euch rein, wenn wir unser Poker-Süppchen kochen. And do you think an investor has to be mandatorily an entrepreneur at the same time? For me, yes, because that's the kind of experience I need for my businesses. Maybe not for every business, for sure not, but he has to understand how entrepreneurs work and what kind of problems might be coming up. And you are devastated. There are days where you think, oh my goodness, my business is collapsing. So I've tripled their income. And everyone said, when Judith's here, everything is ausverkauft. So that's the first time I met Ausverkauf, Mr. Ausverkauf. It's sort of been following me around my life. So Leute, jetzt haben wir hier Judith Williams in unserer Mitte, Erfolgsunternehmerin und Jurorin bei der Höhle der Löwen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Judith, für uns. Sehr gerne. Erste Frage, was zeichnet eigentlich einen guten Gründer aus? Ui, das sind wirklich viele Sachen. Natürlich hört man immer Fleiß und immer beständig zu sein, weiterzugehen etc. Aber ich glaube, ein guter Gründer, der kennt sein Unternehmen in- und auswendig. Ja? Und der kennt auch das Produkt, was er verkauft, in- und auswendig. Und es ist ein Mensch, der an sich arbeitet, weil alles, was dieser Mensch in sich investiert, das investiert er gleichzeitig auch in sein Unternehmen. Und als Gründer hast du noch so wahnsinnig viel zu lernen, wenn ich dran denke, als ich damals gegründet habe, was ich alles in den 3-4 Jahren gelernt habe, das war wie ein Baby, das laufen lernt, ja, und ich habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm und dazu gehört, glaube ich, eine gewisse Bescheidenheit und auch ein Hunger, lernen zu wollen und Fragen zu stellen und offen zu sein und zu sagen, jawohl, ich möchte mich verbessern und nicht eine Einstellung zu haben, hey, ich habe das coolste Startup, sondern wie kann ich das Beste für mein Startup tun, weil du musst es sehen, wie ein Baby, das du füttern musst, 24 Stunden lang. Okay. Jetzt sind ja hier auf diesem Event heute viele Pitches. Was erwartest du denn jetzt von so einem richtig, richtig guten Pitch?
Oh ja, also von einem guten Pitch erwarte ich Gründer, die einigermaßen gut angezogen sind, damit ich nicht abgelenkt so bin. Hier. Ja, genau, natürlich. That's perfect, perfect. Oft ist man, wenn die da irgendwie stehen, eine Frau in einem viel zu kurzen Rock oder der Bauch hängt raus bei dem Mann oder so, dann bist du so abgelenkt und kannst dich nicht aufs Produkt konzentrieren. Also das Äußerliche ist wichtig. I'm sorry, es ist in dem Fall einfach wichtig, weil dein Produkt oder deine Firma sollte der Star sein und nicht an dem Tag das, was dich ablenkt. Und die müssen einfach ihre Zahlen kennen, die müssen ihr Produkt kennen, sie müssen auch einen Plan und sie müssen ihre Vision kennen. Und am besten kommen die mit einer Vision, die mit den Gedanken, die ich bei dem Startup gleich habe, übereintrifft. Und dann ist es ein Match. Okay. Aber die Dinge sollten da sein. Du Judith, in deiner Karriere gab es ja auch mit Sicherheit mal den ein oder anderen geschäftlichen Rückschlag, vielleicht sogar ein Fail oder so. Ja. Was war denn dein Learning so daraus? Meine Güte, wenn Sachen nicht funktionieren, darf man sich davon nicht runterbringen lassen. Aber du musst auch den richtigen Zeitpunkt finden, zu sagen, hey, das funktioniert nicht. Ich hatte zum Beispiel mal bei mir in der Company eine super Bio-Brand aus Amerika mit eigenen Feldern und was die alles gemacht haben. Und das ist einfach in Deutschland, vielleicht war es zu Bio, es war so ober-ober-ober-Bio, dass keiner mehr es verstanden hat vielleicht. Ja, aber ich habe diese Brand und diese Produkte geliebt, aber es hat nicht funktioniert. Und du musst den richtigen Punkt finden, zu sagen, okay, jetzt lass es sein, es funktioniert nicht und jetzt shiften wir in eine andere Richtung. Und diesen Punkt musst du spüren und lernen und sagen, okay, vielleicht sind andere Dinge, in die ich jetzt investieren sollte, wichtiger. Und dann, egal wie dein Herz dran hängt, have to do the shift, damit die Firma lebt. Jetzt haben wir ja als YouTube-Kanal sozusagen auch eine Art Startup, kann man ja sagen. Ja. Was würdest du uns denn jetzt empfehlen, damit wir, sag ich mal, schneller wachsen können? Auf eurem YouTube-Kanal? Genau. Tolle Gäste, ja, interessante Themen, ja, und einfach ihr selber sein, ja, und herausfinden, was will dein Viewer, was will dein Customer, ich liebe Customer Obsession, ja, was interessiert die Leute da draußen und diese Fragen beantworten, aber ich bin sicher, das macht ihr sowieso schon. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch interessiert, wir haben uns auch ordentlich angezogen, gut, dass hier die zwei Männer, das seht ihr hinter der Kamera keiner. Super. Jetzt zum Schluss haben wir noch einen kleinen Anschlag sozusagen auf dich vor, eine kleine Oder-Challenge und ich starte einfach mal durch. Du weißt doch, Frauen können sich nicht entscheiden. Was ist das? Oder-Challenge mit einer Frau geht gar nicht. Könnte schwierig werden. Du beweist jetzt das Gegenteil, Judith. Okay. Okay. Pass auf, Revolution oder Evolution? Liebevolle Revolution. Team oder Idee? Oh, das ist schwierig. Team. Okay. Understatement oder Größenwahn? Understatement. Better done or better perfect? Better done. So eine Start-up-Frage, ne? Club Mate oder Red Bull? bei mir, so wie mein Schedule aussieht, beides. I'm so sorry. Steve Jobs oder Elon Musk? Da der eine noch lebt, würde ich jetzt Elon Musk nehmen. Oder natürlich auch Carsten Maschmeyer oder Jochen oder Schweizer. Frank Thelen. Ja. Frank Thelen, come on. Auf den einigen wir uns jetzt einfach. Nein, also ich würde, dann wäre Frank Thelen. Okay. Kopieren oder innovieren? Innovieren, ganz klar. Kopieren ist so boring. Never copy. Komm, das ist so eine Zeitverschwendung. Und jetzt kommt noch ein Klassiker. Welt verändern oder Kohle scheffeln? Welt verändern, natürlich, weil am Ende des Tages, come on, we all want to change this world, make this place a better place. Super. Das können wir stehen lassen als Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. And I love your outfit. Ja, danke, jetzt habt ihr es hier. Okay, danke. Okay, wir haben jetzt hier den Daniel am Start, Co-Gründer von Creatisto. Daniel, erzähl doch mal, was ihr den lieben langen Tag so treibt, was Creatisto eigentlich ist. Gute Frage. Nein, wir entwickeln, vertreiben Designfolien zur individuellen Gestaltung von allen möglichen Gebrauchsgegenständen. Also gestartet haben wir eigentlich mit IKEA-Möbeln, Standard. Sprich, irgendwie jedes Möbel sieht irgendwie gleich aus. Und wir haben gedacht, hey, okay, wir haben Bock da, dass jeder irgendwie das so gestalten kann, wie er Lust drauf hat. Revolution oder Evolution? Evolution. Team oder Idee? Team. Team. Understatement oder Größenwahn? Größenwahn. Ja, klar. Better done or better perfect? Better done. Elon Musk oder Steve Jobs? Steve Jobs. Kopieren oder innovieren? Innovieren. Welt verändern oder Kohle scheffeln?
Geht auch beides? Nein. Okay, dann ja, erstmal Weltverein. Ja. Größenbahn und dann Weltverein. Genau. Svantje, was ist Pre-La-Vie? Was versteckt sich dahinter? Pre-La-Vie ist eine Suchmaschine für Secondhand-Mode. Für Secondhand? Genau. Also so Google für gebrauchte Sachen? Ja, nur ein bisschen schöner. Revolution oder Evolution? Oha, Evolution. Team oder Idee? Idee und dann Team. Understatement oder Größenwahn? Größenwahn. Better done or better perfect? Better done perfect. Club Mate oder Red Bull? Oh, Mate. Steve Jobs oder Philipp Lahm? Steve Jobs. Kopieren oder innovieren? Innovieren. Welt verändern oder Kohle scheffeln? Jetzt sag nicht beides. Oh, Menno. Die Welt scheffeln. Ja, die Welt, Welt verbessern mit Kohle scheffeln. Nee, die Kohle scheffeln durch Welt verbessern. Das war, was sich reimt, ist gut. Schon, ja. Oder? So Leute, der nächste coole Gründer ist bei uns am Start. Dennis von Little Lunch. Hi. Hi, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst, Sehr Dennis. Gerne. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, also ihr seid ja bekannt aus Höhle der Löwen, aber erzähl uns doch noch mal, was macht Little Lunch eigentlich? Little Lunch macht Biosuppe im Glas vor allem. Wir machen aber auch Eintöpfe, Brühe und Smoothies. Also alles, was du für ein besseres Leben brauchst quasi. Und Top-Bio-Qualität, um dich einfach besser zu fühlen. Und Weltfrieden, ja genau. Nee, wir providen wirklich ein better life for everyone. Ja, das ist unser Slogan. Okay. Ja. Wir haben ja Judith Williams auch gerade vor der Kamera schon gehabt. Der ist ja praktisch eure Investorin. Genau. Ja. Was glaubst du denn, was sie überzeugt hat am Ende? Die sagt selber, sie ist eine Bio-Tante. Die mag sehr gern Bio-Essen. Und der Geschmack hat sie überzeugt im Endeffekt. Wir sind rein in die Höhle und jeder hat gesagt, so, was Suppe, was mit euch los, spinnt ihr eigentlich und so. Und die hat es probiert und hat gesagt, geil. Und dann hat sie Frank mitreißen lassen und so ist sie eben zustande gekommen. Was uns jetzt, sorry, natürlich interessiert, wir haben die Suppe noch nicht probiert. Gibt es hier noch welche? Ja, gleich gibt es wieder welche, auf jeden Fall. Ja. Das ist super. Das ist okay. Ja, gleich mal eine schöne Brühe, ne, nach dem Interview hier. Nee, aber Dennis, jetzt mal ganz ernsthaft. Warum Suppe? Also ich meine, muss man da irgendwie irgendwas innovieren? Also ganz ehrlich? Nee, ich weiß, du kennst vielleicht im Supermarkt die Suppenregale. Da gibt es ganz viele Dosen für so 99 Cent oder sowas. Ja. Ich sage jetzt keine Markennamen. Ja. Aber ganz viel schlechte Qualität in Dosen einfach. Convenience-Essen. Wir haben halt gesagt, wir wollen diesen Convenience-Markt aufmischen und dieses Essen einfach besser machen. Und zwar auch zum Beispiel wirklich im Preis. Wir machen quasi Bio für jedermann. Ja, da gibt es das nicht für 5, 6, 7 Euro so ein Glas, sondern einfach für 3 Euro oder weniger als 3 Euro. Und das trotzdem geiles Convenience-Essen, was halt einfach günstig ist. Cool. Ihr habt die Höhle der Löwen überlebt, jetzt grillen wir dich nochmal richtig. Jetzt wird's nochmal richtig schmutzig und zwar unsere Oder-Challenge. Alles klar. Timo, fängt mal an. Okay. Dennis, Revolution oder Evolution? Evolution. Team oder Idee? Team. Understatement oder Größenwahn? Understatement. Better done or better perfect? Better done. Club Mate oder Wodka Red Bull? Wodka Red Bull. Yeah. Steve Jobs oder Elon Musk? Elon Musk. Kopieren oder innovieren, ja. Sag ja. Jetzt kopieren, dann ist das schön stimmig. Es passt, kopieren passt eigentlich. Ja, besser machen, besser machen. Und jetzt kommt noch die Schlussfrage. Welt verändern oder Kohle scheffeln? Welt verändern oder Suppe löffeln? Welt verändern ist schwierig so als Gründer, aber ich glaube, so vorbei ein bisschen was. Bisschen Kohle, bisschen Welt verändern. Hier ist die Natalia in unserer Mitte, Leiterin vom Burda Bootcamp. Die ganze Veranstaltung hier, die ist sozusagen mit auf deinem Mist gewachsen. Vielleicht kannst du uns ja noch mal ganz kurz pitchen, was diese Veranstaltung eigentlich ist, was ihr hier so treibt. Wir machen eine hands-on, lokale Hands-on-Konferenz für Münchner Startups und für die Münchner Community, so dass sich die Leute kennenlernen. Und es geht darum, dass die Leute dabei was wirklich Praktisches mitnehmen. Und jetzt wollen wir natürlich von dir noch wissen, als Chefin hier sozusagen, auf was freust du dich am meisten? Tja, auf den Feierabend. Ja. Ja, das hat sie von uns gelernt. Erstmal. Sehr gut. Jetzt gehen wir erstmal zur Bar, oder? Ne? Gerne. Ja, ja, wir. Alles klar. Ja, Freunde, jetzt geht's steil zu in Richtung Feierabend, ne? Ich habe jetzt Red Bull eingetauscht gegen die Pilsette. Cheers. Endlich mal wieder beim Saufen hier. Video. Gott sei Dank. Ne? Sonst hätte uns auch keiner mehr ernst genommen. Nee, stimmt. Ja, das ist, wir haben hier Corporate Identity, nennt sich das. Ja, die muss man durchziehen, zumindest ab und zu. Ich habe das mit dem Mikro gerade hier nicht so im Griff. Deswegen wird Matze hier schon ganz nervös. Ja. Ja, es wird Zeit für Feierabend, würde ich sagen. Like dieses Video, teilt dieses Video, kommentiert dieses Video, abonniert unseren Kanal und freut euch auf die nächsten Videos. Bald kommt Bits and Pretzels, Poker-Event, es wird geil. So, guck mal, was hier reingeflogen kommt. Eine Pilsette von Peter. Also, wir sehen uns. Ciao. Ciao.